Hallo meine Lieben und willkommen zurück bei Frostpunk. Ja, zunächst mal sorry, dass es so lange gedauert hat, bis der neue Part gekommen ist, aber ich hatte privat ein bisschen Stress und deshalb hat es ein bisschen gedauert. Ich war aber nicht ganz untätig, wie ihr seht. Ich habe ein bisschen weitergespielt und zwar mussten wir uns ja im letzten Teil entscheiden, ob wir Ordnung oder Glauben wollen. Und ich habe mich dann für die Ordnung entschieden, weil wir haben ja das Problem, dass wir die Londoner haben und die wollen ja zurück nach London gehen. Auf der einen Seite müsste man natürlich sagen, ja, verpisst euch, geht nach London zurück, wenn ihr hier nicht bleiben wollt. Erfriert doch da draußen. Ich meine, es hat minus 40 Grad. Aber auf der anderen Seite natürlich, wenn die gehen, verlieren wir natürlich einen Haufen Arbeiter und es wäre natürlich nicht so gut. Deshalb habe ich jetzt angefangen, hier so, ja, Überwachungsstaat aufzubauen. Wie ihr schon seht, habe ich hier diese riesen Türme hier stehen. Die sind im Endeffekt nichts anderes als Wachstationen, die ein paar Arbeiter drin haben und die hier immer so rumlaufen und alles überprüfen, ob eh alles passt und so. Und das war es im Grunde mal so kurz erklärt, was jetzt gerade so passiert ist. Ich habe gesagt, wie gesagt, das alles aufgebaut. Wir können jetzt hier auch noch in der Werkstatt dann auch noch Propaganda erforschen. Ah, nee, die Propaganda können wir im Gesetzbuch erlassen. Das zeige ich euch dann gleich. Das werden wir wahrscheinlich machen, um einfach ein paar Unwahrheiten zu streuen. Fake News gibt es ja heutzutage alle überall. Deshalb habe ich mir gedacht, machen wir auch Fake News. Und jetzt haben wir aber das Problem, dass unsere Temperatur heute oder morgen, na heute wird es sein, um 2 Stufen sinkt. Ich hoffe, wir überleben das, weil wenn wir uns das anschauen, ist es zwar überall schön mollig warm, aber es könnte natürlich sein, dass uns einige Leute erfrieren. Jetzt müssen wir noch kurz schauen, ob wir nicht hier noch irgendwo so einen Dampfgenerator hinstellen, um das zu verhindern. Da haben wir natürlich jetzt zu wenig Stahl. Genau, das ist so ein bisschen mein Problem, was ich im Moment habe, dass ich zu wenig Stahl produziere und dem müssen wir etwas entgegenwirken. Ich werde jetzt hier mal Vorarbeit aktivieren, das ist so, das habe ich auch erforscht, das ist so eine Fähigkeit, da wird eben, wie gerade da stand, die Effizienz um 40% gesteigert und Kohle habe ich genug, das heißt, ich könnte auch den Overdrive einschalten, ist eh schon an. Das wird jetzt spannende Geschichte, ich hoffe, wir verrecken jetzt nicht, allerdings dauert diese Kälteperiode nicht allzu lang, wir werden schauen. Ich lasse es jetzt mal weiterlaufen. Und werde vielleicht sogar auf Speed stellen, weil wir müssen jetzt unsere Sachen erforschen. Vielleicht können wir hier noch das machen, dass die jetzige Forschung etwas schneller funktioniert. So, noch ein Diebstahl. Die Wachen sollen ihn verlassen, lasst ihn in Ruhe. Sollen ihn fassen? Ja, wir möchten, dass die fassen. Wir werden jetzt hier ein bisschen mit härterer Hand dagegen vorgehen. Muss leider sein. Ich meine, Demokratie war gestern und heutzutage muss man einfach ein bisschen härter durchgreifen. Ne? Gut, soweit sieht alles ganz gut aus. Allerdings die Kälteperiode macht mir etwas Angst, muss ich sagen. Was machen wir denn da? Er soll die Stadt für immer verlassen. Ja, verbannen wir ihn, oder? Tschüss mit dir. Auf Wiedersehen. Diebe können wir nicht gebrauchen in unserer Stadt. Und jetzt bin ich gespannt, wie unsere Kälteperiode da einschlägt. Man sieht auch hier schon schön die Überwachungs-, wie sagt man denn, diese Lichtkegel, die hier so rumtanzen und unsere Leute überwachen. Finde ich recht witzig. Oh, 29 Obdachlose, was ist jetzt passiert? Überlebende reichen die Stadt. Oh, wir haben neue Überlebende bekommen, Neuankömmlinge. Ah ja, genau, die habe ich ja weggeschickt, genau. Und unsere Spieler sind, glaube ich, zu Hause. Die können wir nochmal wegschicken. Die werden wir vielleicht hierher schicken. Allerdings die Frage, ob wir das machen. Wo haben wir denn unsere Spieler? Wo haben wir eigentlich keine Spieler mehr? Gut, schauen wir uns nachher an. Wenn wir mal ein bisschen Häuser bauen da. Wobei das Problem ist, ich habe ja eigentlich überhaupt nichts zum Bauen. Und die anderen, die Häuser, werden dann außerhalb unserer Wärmezone sein. Bei hier habe ich einen Wärmekessel, den könnte ich eigentlich hier herstellen. Einmal hier. Und so einen Dampfgenerator muss ich echt unbedingt nochmal bauen. Den benötigen wir jetzt echt dringend. Die Frage ist jetzt, stellen wir das hier her? 3 Häuser sollten mal reichen und so ein Dampfzentrum. Stahl haben wir leider noch nicht genug, aber jetzt kommt die Kälteperiode. Jetzt wird es arschkalt. Minus 41 Grad. Ach du Scheiße, jetzt wird's arschkalt. So, alles aktivieren, was wir haben.
Ich bin echt gespannt, ob wir das jetzt schaffen. Ich glaube es zwar nicht. Da werden wir jetzt mal die Arbeit daraus nehmen, weil die erfrieren uns sonst, wenn die da arbeiten gehen. Das ist nur sehr kalt. Sehr kalt bedeutet, dass sie schwer krank werden. Ach du Kacke, ey. Ja, das wird jetzt spannend. Und ich hoffe, dass wir das überleben irgendwie. Habe ich den Overdrive? Ja, der ist auch schon aktiv. Der Overdrive. Jojo, das wird nochmal geil jetzt. So, ich brauche noch irgendwo so einen Dampfdingsbums hinstellen da. Weil sonst schaffen wir das nicht. Ich meine, die Kälteperiode dauert Gott sei Dank nicht allzu lang. Aber auf Dauer werden wir das nicht durchstehen. So, wenn wir kurz hier mal auf das mal wieder wegmachen, da minus 60 Grad. Also muss man sich mal vorstellen, minus 60 Grad, ey. Wachhund, Sir, ein Kind ist zur Waschstation gekommen und hat der Wache einen Stoffhund gegeben. Er hat gesagt, dass sie den Hund mitnehmen sollen, wenn sie nachts auf der Straße unterwegs sind. Ach, wie süß. Ach, schön, ja, die freuen sich darüber, dass wir hier Wache stehen. Das freut mich natürlich auch. Genau, ich wollte euch noch das Gesetzbuch zeigen. Ja, genau, Zweck haben wir genommen, nicht Ordnung. Und zwar können wir hier noch das Propagandazentrum bauen und das werden wir das nächste erlassen, um ja, Fake News zu verteilen und so vielleicht noch die London davon abzubringen, wegzugehen. Wie gesagt, auf der einen Seite wäre es mir ja egal, sollen sie halt erfrieren da draußen. Ich meine, es hat minus 60 Grad, lange würden sie es sowieso nicht schaffen. Gut, fliegende Händler haben wir jetzt, fliegende Jäger haben wir jetzt erforscht, das ist sehr gut. Können wir dann austauschen gegen die da, die sind natürlich besser. So, und jetzt werden wir, irgendwie müssen wir jetzt noch Dampfzentrale, verbesserte Heizkörper. Was kostet denn das? 20 Stahl könnten wir zwar schon machen, aber wie gesagt, ich würde vorher doch lieber die ärgsten Kälteregionen mit Dampf. Generatoren ausstatten oder Dampfzentren ausstatten. Das wäre einmal hier vielleicht her und vielleicht einmal noch hierher. Dann war es das auch schon mit dem Aufstellen. Dann können wir vielleicht sogar noch können wir vielleicht sogar noch die neue Forschung anstarten. Das wäre wahrscheinlich gar nicht so schlecht. Das ist sehr kalt hier. Zu kalt. Dieses Gebäude muss mindestens kühl sein. Ach du Scheiße. Ja gut, das haben wir ja schon. Habe ich das ein Dampfzentrum hingestellt? Ja, hier. Sehr gut. Im Wirtshaus können keine Leute drin sein, aber ich dachte eigentlich, dass uns mehr hernimmt, diese Kälteperiode. Scheint aber doch ganz gut zu laufen. So, verbesserte Heizkörper, dann lasst uns mal die verbesserten Heizkörper erforschen, würde ich sagen. Weil die werden wir brauchen. Eine Überlastungskupplung wäre natürlich auch nicht schlecht. Ermöglicht die Erhöhung der Temperatur in allen Wärmezonen um 2 Stufen, wenn die Generatorüberlastung. Ja, das wäre natürlich nicht schlecht. Dann machen wir das da und erforschen wir danach die, der Heizkörper ist auch, brauchen wir hier nicht. Erforschen wir danach die Heizkörper, die stärkeren. Und da werden wir jetzt mit einer Notfallschicht aktivieren. Ich weiß, das wird Ihnen nicht gefallen, aber brauchen wir jetzt. So, den schalten wir ein. Ist der jetzt ein? Jo, der ist ein, der ist auch ein. So, zumindest hier noch ein bisschen mehr Wärme. Die Kampfarena ist auch noch kalt. So, das können wir auch einschalten hier. Frisst uns zwar jetzt ordentlich dann die Kohle weg, aber es hilft nicht. Wir müssen das machen. Sonst werden wir nicht durch diese Kälteperiode kommen. Ich will ja nicht, dass irgendwer stirbt. Generatorüberlastung kritisch. Ach du Scheiße, ich hoffe, dass. So, vielleicht sollten wir den mal kurz ausschalten und dann wieder aktivieren. Wird zwar jetzt richtig, richtig, richtig kalt werden. Und ich hoffe, dass unsere Forschung da jetzt dann bald mal fertig ist. Das erhöht in allen Wärmezonen, wenn die Generatorüberlastung aktiv ist. Ja gut, dann lassen wir es mal kurz runtersinken, die Generatorüberlastung, und steigern es dann wieder. Aber im Moment, glaube ich, sieht es ganz gut aus. Die Unzufriedenheit steigt zwar leicht an. Oh, wir haben ganz viele Kranke. Ach du Kacke, hey. Überlastungskupplung erforscht, ja, sehr schön. Und dann schauen wir mal. Ich darf das ja nicht übersehen, dass das da dass das da dann vielleicht noch in die Luft fliegt uns da. Das wär natürlich ganz schlecht. So, ja, Stahl ist jetzt gerade so ein bisschen unser Problem. Das haben wir jetzt gerade wirklich das Problem. Gerade ein bisschen Kacke. Aber ich hoffe, dass wir diese Kälteperiode überstehen. Jagdtaktiken brauchen wir eigentlich jetzt nicht. Ich würde jetzt eher wirklich auf diese Heizkörper hier gehen und dann die dritte Stufe erforschen. Sollten wir mal, bis wir 20 Stahl zusammen haben. Und ja, dann werden wir es eh sehen. So, jetzt sind wir bei 89%.
immer so kurz aktivieren und dann wieder deaktivieren. 91%. So, was haben wir hier? Noch ein Diebstahl. Die Wachen sollen ihn fassen. Ja, wieder fassen. Diebstahl wollen wir nicht hier. Das wollen wir nicht. Wache Einwohner sind. Au, ein Einwohner ist gestorben. Wache gescheitert. Ach du Scheiße. Haben wir einen Kampf ums Leben? Okay, gut. Im Dienst ermordet. Verbannt ihn. Ja, weg damit. Wir brauchen keine Mörder. So. Da brauchen wir, müssen wir noch warten. Können wir schon eigentlich Gesetz? Nee, Gesetz können wir noch nicht erlassen. Erst in 7 Stunden. War das ein bisschen retardet hier das Ganze. Ich hoffe, das ist echt die Kälteperiode. Jetzt sind wir auf Tag 3. Jetzt sind wir auf Tag 22. Dann kommt Tag 23. Oh, wow, 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 wow. So, wir haben noch. Ja, gut, von den Kranken her geht's eigentlich. Ich dachte eigentlich, dass es schlimmer ist. Aber scheint doch gar nicht so schlecht zu laufen. Gut, die Kohlemine können wir eigentlich auch wieder besetzen. Ich meine, müssen wir ja fast, ne? Vorarbeit können wir hier nicht mehr aktivieren. 11 Stahl haben wir wieder. Ich muss auf 20 Stahl sparen, dann sind unsere Heizkörper effektiver, dann soll es auch schon wieder wärmer werden. So. Dann werden wir hier noch jetzt das gleich erforschen, weil wir jetzt der Heizkörper gleich anstoßen, das Ganze. Die haben ja immer noch die 24-Stunden-Schicht. Sollte eigentlich relativ zügig erforscht sein. Leichte Frostbeulen. Eine Wutrede. Sir, unsere Wachen melden, dass ein Mann vor einer kleinen Menschenmenge aus leidenschaftlicher Rede hält. Er beschuldigt sie, uns alle versklaven zu wollen. Unser Captain will, dass ihr zufrieden seid, unwissend und unter Kontrolle. Wisst ihr noch, das neue Armenrecht, was? Armenrecht, die Armenhäuser, so leben wir jetzt. Sie wollen aber den Mund halten. Blablabla. Lasst ihn reden, das ist sein Recht. Er lügt, jagt ihn davon. Ja, alle, wir werden da jetzt mit harter Hand durchgreifen. Ja, ich will hier keine Propaganda sehen. So, wieder den Overdrive einschalten. Einfach wieder, dass es ein bisschen wärmer wird. Oh, die Kranken gehen stark nach oben. Alter, Alter. Das sieht gar nicht gut aus im Moment. Aber Tag 23 ist hoffentlich bald mal da. Wenn wir ein bisschen schneller hier durchlaufen. Wie sieht es eigentlich hier mit der Erforschung aus? Ah, Hälfte schon. Oh, jetzt ist keiner mehr in der Arbeit. Das ist natürlich schlecht. Aber sobald dann die Kältewelle vorbei ist, werden wir es wahrscheinlich dann. Ah ja, den müssen wir deaktivieren. Oh, das war knapp. Gott sei Dank haben wir die Meldung bekommen. Wow, 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 wow. Das war knapp. Das war wirklich knapp. Das war arschknapp. Dann hättest du uns jetzt fast um die Ohren gefetzt. Ja. Ist mir übrigens schon mal passiert bei einem Testgame. Ja, sind alle sehr schwer krank. Das ist echt scheiße. Aber die Kälteperiode ist Gott sei Dank gleich mal vorbei. Jetzt steigt es gleich wieder. Ein Einwohner ist gestorben. Ja, leider wird es uns ein paar aufstellen hier. So, oh gut, jetzt sinkt. Oh, geil. Oh, ist das geil. Oh, Wärme. Oh, minus 40 Grad nur noch. Oh, schön. Nur noch. Oh, oh, jetzt ist wieder schön warm überall. Oh, geil. Oh, gut, dann haben wir die Kältewelle doch überstanden. Sehr gut. Na schön. Ja, das war's mal für den Teil, würde ich sagen. Und im nächsten Part hoffe ich, dass wir. Ach, wir lassen noch schnell das Gesetz. Mit unserem. Kann ich das nicht runterscrollen? Zurück so. Manchmal ist das ein bisschen buggy. So, jetzt hat. Das unterzeichnen wir jetzt und dann bauen wir noch die Propagandazone, Propagandading auf, Ordnung, Propagandazentrum auch hinstellen und dann können wir auch schon mit der Propaganda beginnen. Sozusagen Propagandaminister spielen wir dann. Genau, das stellen wir hier hin. Und ich würde sagen, das war es jetzt für den Teil. Und ja, ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Part wieder. Ich hoffe auch, dass der schneller kommt. Auch da wird es 3 Stufen. Müssen wir uns vorbereiten auf den. 3 Stufen da ist viel. Und ich würde sagen, tschüss und ciao, bis zum nächsten Mal.